Im sechsten Lebensjahr gehe ich schnorcheln. Seit ich 10 Jahre alt bin, gehe ich mit dem Gerät tauchen. Seit 17 versuche ich das Freitauchen relativ professionell zu betreiben. Aber in all diesen Jahren habe ich es nie geschafft, mit den Haien zu interagieren. Ich bin zwar mit ihnen getaucht, hunderte Male, aber ich habe sie immer nur relativ weit entfernt gesehen. Und mein Traum war es eigentlich immer, viel näher zu den Königen der Meere zu kommen. Und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf diese Woche mit Erich. Ich kenne ihn schon seit einigen Jahren und ich hoffe, dass ich durch ihn diese Interaktion lernen kann. Und auf der anderen Seite hoffe ich aber auch, dass ich die Begeisterung für das Freitauchen, das ich habe, auch auf andere überschwappen kann und dass alle dieses Erlebnis dann letztendlich erleben können, von dem ich schon seit Jahren träume. Wichtig ist einfach, dass wir uns auch hier wieder Zeit nehmen, die Situation zu verstehen. Interagieren mit Haien ist extrem anstrengend, weil du musst permanent so viele Dinge anschauen, um eben sicherzustellen, dass du sie richtig interpretierst. Was wir jetzt mal versuchen, ist eigentlich das Erste, das Wichtigste ist das Anschwimmen. Ja. Oder wenn du zu früh auf den Hai runtergehst oder zu direkt runter, der haut ab. Also was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist eigentlich relativ weit vor dem Hai abtauchen, also quasi viel zu weit weg, weil wir müssen auf seine Höhe kommen, damit wir in Zeit gehen, eigentlich, dass er uns anschauen kann. Okay. Und das ist natürlich wichtig, dass wenn wir oben sind, dass wir uns ein Tier wählen und eigentlich vorher ahnen können, wie es schwimmen wird, also was für ein Muster. Und dann eigentlich im Prinzip wie weg vom Hai schwimmen, auf seine Höhe. Okay. Ich würde sagen, das machen wir ein paar Mal, bis wir ein bisschen auch das Gefühl bekommen, wie die Haie heute drauf sind. Und dann würde ich sagen, machen wir das. Ich habe dich schon gesehen, das macht super. Wenn du runtergehst, du drehst es so auf den Rücken. Ja. Und da gibst du eigentlich den Bauch den Tieren. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Form von Annäherung, wo der Hai kommt. Und du kommst vor dem Tier und machst Dach. Dann schwimmen Hai wirklich sehr schön über dich hinweg. Und das ist echt eine schöne Form der Kommunikation, weil das interessiert sich dann natürlich okay. auch sehr. Oh,
School goes freediving, das war eigentlich das Motto, und das war der Grund, warum ich dich hier haben wollte. Weil ich habe schon lange mir überlegt, wie kommen wir besser an Haie, wie können wir tiefer mit Haien interagieren, nicht nur dran sein, sondern mittendrin. Und da habe ich mir das Gefühl, Freitauchen ist der richtige Weg. Und ich glaube, du hast das eigentlich jetzt auch, ich würde sagen, so gesehen, oder? Also das Erlebnis war unglaublich. Zu Beginn wollte ich auch mit der Flasche tauchen, dann habe ich es aber gleich weggelassen und habe es keine einzige Sekunde bereut. Ich tauche jetzt seit über 20 Jahren und habe die Tiere immer nur gesehen. Jetzt habe ich mit ihnen interagiert und das ist komplett different. Das ist komplett anders. Was mir aufgefallen ist, du hattest plötzlich Nachfolger, Leute, die von der Flasche weggingen und auch freitauchen. Also im Prinzip kann es jeder machen, oder? Genau, das ist ja das Schöne. Ja. Man glaubt immer, Freitauchen, das ist nur für eine ganz kleine Zielgruppe. Freitauchen kann ein jeder Mensch. Ja. Egal wie alt, egal wie der Körper zusammengebaut ist, ist völlig egal. Jeder kann das lernen. Also würdest du sagen, es ist fast eine Weiterentwicklung vom Tauchen, ist ins Freitauchen überzugehen mit Haien? Es ist eigentlich nicht eine Weiterentwicklung, es ist eine Zurückentwicklung, zurück zum Ursprung. Ja, Freitauchen okay. Gibt es ja schon wesentlich länger als wie das Gerätetauchen. Und es ist aber wieder zurück zur Natur. Das heißt, das Interagieren generell mit Lebewesen in Masse ist schon einmal viel, viel höher als Freitauchen. Wir machen keine Blasen, du bist wesentlich wendiger. Richtig, und du hast auch, bist nicht mehr von der Technologie abhängig, sondern lediglich von deinem Geist, von deiner Luft und von deinem Verständnis mit den Tieren. Genau, und das Schöne ist, dass man das wirklich so einfach lernen kann, jetzt das Freitauchen. Und ich denke mal, dass die Leute das in ein, zwei Tagen verstanden haben und dann können sie von dir das Interagieren mit den Tieren lernen. Also würde ich sagen, eine Synergie von deiner Annäherung an die Tiere, von meiner Erklärung, können wir im Prinzip etwas total Schönes anbieten. Ja, absolut. Super. Free your mind. Shark your senses. Shark School goes freediving, the ultimate experience to explore sharks. Pure instinct.